machst du? Ich mache einen Smoothie. Smoothie, ja. Camp Smoothie. Kennst du Smoothies? Ich kenne Camp Smoothies. Camp Smoothie, ja. Welche Sorte ist das? Ananas, Orange, Apfel. Mal schauen, wie das wird. Und was ist das für ein Smoothie Maker? Ah, ja, das ist irgendwie so ein handbetriebener Mixer. Ich weiß auch nicht, den habe ich hier gerade gefunden. Den werde ich jetzt mal hier, dachte ich, weiche ich den mal ein. Kriegt der Camp-Code auch einen Camp-Smoothie? Nee, ich glaube, der kriegt heute mal keinen Smoothie. Der ist ganz schön frech unterwegs. Du willst doch einen Smoothie, oder? Hallo? Warum bist du denn in die Küche gekommen? Tja. Nee, der Hund, der steht nicht so auf Obst. Das ist nicht so ein, das ist kein Vegetarier. Ja, der muss einfach noch umerzogen werden, der Hund. Ja, ja, ich denke auch. Zum Vegetarier. Ja. Ah, okay, kannst du kurz die Zutaten erklären vom Camp Smoothie und welches Verhältnis? Klar, also wir haben hier eine Ananas drin, dann haben wir 5 Äpfel und 3 Orangen. Also. Und vielleicht noch ein paar Wespen, die auch noch aus Versehen mit reingeflogen sind. Weil das Verhältnis der Zutaten zueinander, das macht es doch erst so richtig aus. Ja, ja, aus. Richtig knackig, genau, ja. Richtig. Nee, ich habe einfach mal geschaut, was wir noch so da haben und daraus mache ich jetzt einfach mal einen kleinen Smoothie. Okay. Also was für alle macht ja Spaß, ne? Wenn man sowas für sich alleine macht, ist ja ein bisschen langweilig. Es wird doch dann sicherlich auch bald den ersten Smoothie-Camp-Blog geben, oder? Mit Camp-Smoothie-Rezepten. Ja, wenn du dabei hilfst, können wir gerne mal machen. Ja, ja, dann werden wir mal hier ein paar Camp-Smoothie-Rezepte ausprobieren und mal aufschreiben. Genau, also wir bitten um Einsendung von Smoothie-Rezepten, werden die dann hier live auch als Tutorials. Genau. Dann auch wenn wir Smoothie-Tutorials im Camp produzieren. Also wie macht man den und den Smoothie? Genau. Ja? Kurze 2-Minuten-Videos und natürlich auch auf Insta. Ja. Ja, ich voll dafür, auf jeden Fall. Können wir sehr gerne machen. Super, schickt tolle es ein, Idee. Leute. Schickt es ein. Schickt uns Rezepte. Ihr schickt uns die Rezepte. Postet die Smoothie-Rezepte in den Kommentaren. Wir machen jeden Tag mindestens ein Smoothie mit Tutorial. Freedom Smoothies. Wir brauchen eure Unterstützung, Jungs und Mädels. Wir brauchen eure Unterstützung. Bitte schickt uns eure Smoothie-Rezepte. Ohne Smoothies können wir hier nicht überleben. Also bitte, Leute, ein bisschen erbarmen. Eine Revolution ohne Smoothies wäre ein Irrtum. Genau. Revolution ohne Smoothies geht nicht. Wir brauchen unsere Vitamine. Vitamine, ja. Leute. Ja. Schickt sie ein, die Rezepte. Was suchst du, Dirk? Wasser. Wasser, wichtig bei den Temperaturen hier. Ja. Chef muss alles im Büro machen. Essen im Büro, trinken im Büro. Ja. Wir wollen einen Blog machen mit Camp-Smoothie-Rezepten. Ist das genehmigt? Ja, natürlich. Gerne. Super. Gerne. Aber nee, halt, stopp. Unter einer Bedingung. Der erste und der beste kriege ich, gell? Der Chef-Smoothie. Der Chef-Smoothie, jawohl. Also Natalia ist eher die Shakerin, ja? Richtig. Natalia macht die Shakes, du machst die Smoothies, wir können ja beides machen, abwechselnd. Also schickt uns auch Rezepte für Shakes, genau. Unsere Smoothies. Egal welche Anregung ihr habt, gerne, wir probieren alles aus. Ja? Super. Vegetarisch am besten. Wir sind für alles offen. Genau, für alles. Also kommt auch mal vorbei hier, kriegt ihr auch mal einen Smoothie, gar keine Frage, so gerade in der Mittagssitze jetzt, ist ja auch mal ganz geil so. Direkt vom Kanzleramt einen Smoothie zu trinken, bisschen auf die Freiheit sozusagen, mit uns entspannt zu philosophieren und Yoga zu machen, zu meditieren, kommt einfach vorbei. Ja, und das beste Smoothie-Rezept, da werden wir abstimmen, wird der Merkel-Smoothie. Merkel-Smoothie, genau. Der Merkel-Smoothie, aber das ist dann wirklich von allen, die abstimmen, das beste Rezept. Mutti's best. Okay, hier explodiert die Stimmung. Ja, hier geht's. Die Stimmung ist am Kochen und ich denke mal, mit deinen Smoothies wird es hier gleich richtig abgehen. Ey, auf jeden Fall. Bleibt dran, Leute. Bleibt dran. Schickt uns eure Smoothie- und Shake-Rezepte. Genau. Danke.